Ja, Moment, jetzt muss ich aber wirklich erstmal speichern. Ist ja schon dunkel. Na denn, los. Haben wir schon alles? Jo, wir haben alles. Komm, geht los. Ich folge dir einfach unauffällig. Du suchst hoffentlich keinen Ärger. Wer bist du? Du bist Versorger. Geh mal weiter. Der macht hier dann alles im Laufschritt jetzt. Intro Station. Hunde. Das sind Hunde. Keine Hunde. Wo bist du? Fiese Kannibalen. Uns nicht mehr auf die Nerven. So, nehmen wir mit. Andrew Station, das muss hier irgendwo in die Ecke sein, ne? Was ist das für ein Leuchter? Was ist das da oben? Ah, nur ein Mutant. Der verfolgt mich. Was war das? Holen wir später. Oder irgendwann. Komm, Nick, weiter. Ich höre Roboter, aber die interessieren sich. Noch weiter. Führe mich zur Andrew Station. Im Laufschritt. Ja, du bist jetzt ruhig, du. Du bist, ja, ist doch gut. Bist du. Ja, warte. Ihr wolltet unbedingt sterben. So. Erledigt. Beleidigt mich nicht. Was macht man nicht? Hätte man nicht von da aus hier rüber? Moment, da kommt schon wieder mal. Ah! Jetzt wird's ernst. Moment, der läuft da hinten rum. Nick, das ist ein Panzerbot. So, wisst ihr? Der machte mich alles kaputt. Ha, hab dich. Ja, mach ich schon, keine Sorge, es sind aber chronisch leicht. Wo bist du denn eigentlich? Ich sehe dich gar nicht. Nick. Hallo. Ach, da hinten, komm. Wollen wir weiter oder nicht? Ja, jetzt geht's weiter. Reparatursatz nehme ich mit. Doch einfach was dazwischen, ne? Ich glaube, wir müssen gleich links rum. Ja, das könnte sein. Nee, wo läufst du lang? Ah, jetzt links rum. Gut. Ja, dieses Gewehr ist wirklich, es ist ein legendäres. Ich habe das irgendwann bekommen und dachte, probier's mal aus. Ne? Das ist echt cool. Ich spiele das schon eine ganze Weile jetzt mit. Wo läufst du lang? Weiter? Wo geht er denn lang mit mir? Das sieht mir nach einer gefährlichen Ecke aus. Ach, ich glaube, ich weiß was. Endlich bekommt Eddie Winter, was er verdient. Hier drehen? Ja, weiß ich noch nicht. So. Komm, geht weiter. Wie viele sind denn das? Moin, die können wir sie alle kriegen.
Happa Happa machen. 5 Stück auf einen Streich. Was? Achso. 4, 5. Sag ich doch. Wo bist du jetzt? Ich glaube, ich schweife vom Thema ab. Kommst du? Wo steckst du? Hallo? Seh dich nicht. Wo ist er denn jetzt? Ist er schon vorgelaufen? Ich guck mal, wo die Andrew Station ist. Das sieht da hinten danach aus, ne? So, gucken wir, lang läuft. Wo ist denn jetzt Nick abgeblieben? Nick, wo bist du? Oh, ich muss Nick mal suchen. Moment, ich muss die Suche mal einstellen. Der ist hier irgendwo vom Aufseher gesucht. So, jetzt müsste er eigentlich zu finden sein. Da? Was macht er denn da? Oder da? Moment. College Square. Ist der ins College Square gegangen? Nein, geh doch mal weg. Das wäre hier, ne? Aber wir müssen zur Andrew Station. Der ist da hinten in Gefahr. So, ruhig, bleib ruhig. Abgehauen. Abgeschossen, chronisch. 9 Stück, 9 Stück Untersicherung für meine Rüstung. Steckst du? Ja, nicht mal. Also nicht, dass das eine Option wäre. Was denn? Alles klar? Komm weiter. Wollt Reparatur sitzt? Nö. Mechanist hole bald nach, haben wir doch schon 1000. Wo ist denn diese Station? Die ist doch gar nicht so weit weg, oder? Führt er mich denn hin? Was denn? Weiter. Nicht schlapp machen, du bist ein Roboter. Muss mal gucken, wo er uns hinbringen will. Andrew Station. Ach, da unten ist das. Nee. Doch. Das ist bei Dings. Moment mal. Andrew Diamond City? Aber nee, das ist das nicht. Wo will er denn hin mit mir? Ich muss mal kurz wieder abschalten hier, ich sehe. So, komm, geht weiter. Hallo? Komm, ich schieb dich da raus. So. Immer schneller als er. Hops. Einmal quer durch die Stadt. Gewiss, aber naja, drumherum. Around the county. Nächste Town. Around the town. Jawohl. Weiter. Willkommen zu deinem letzten. Mist, das Vieh.
Ach, die Beine. Auch die Beine. Immer auf die Beine. Das scheint was zu bringen. Das nehme ich aber mit. Nichts vergeuden, nicht wahr? Nö. Überhaupt nicht. Ganz und gar nicht. Da muss ich echt ein Süppchen draus machen. Apropos Süppchen. Ich muss mal kurz was essen. Ein Blutkäfersteak, ein Fleisch vom Hund. Jetzt habe ich Rad aufgenommen. So Mist, ich wollte auch kein Rad. Strahlung wieder steht, hätte ich Feuer machen müssen. So. Genau. Komm, geht weiter. Okay. Moment, ich hatte auch noch Wasser. Ist das auf 7? Ist das noch auf 7? Nein, Wasser war. Ich habe kein Wasser mehr abgelegt. Moment, ich muss das Wasser kurz ablegen. Davon haben wir nämlich genug. Okay, so kann ich unterwegs Wasserchen trinken. Jawohl. Und ein Ding sehe ich auch und dann trinke ich Wasserchen. So. Tja, mitten auf der Straße ist ein. Lauf doch. Ich komme doch. Wo ist denn die Endro Station? Das war doch dieser eine. Station, bis wir echt bis zur. Da kommen wir doch nicht rüber. Doch, da ist eine Leiter, stimmt. Ja, wieder jemand da? Nö, sieht nicht so aus. Ich bin sehr aufmerksam, wie ihr seht. Immer gucken, gucken, gucken. Hops. Wo läufst du bloß hin? Das würde mich ja mal interessieren. Das ist hoffentlich nicht die Station, von der ich glaube, dass es ist. Wir haben nämlich in der Nähe von Hangman's Alley eine Station, die eigentlich keinerlei Inhalt hat. Oder nur ganz wenig, aber wenn das. Was ist los? Was? Alles gut, alles gut. Reg mich bloß nicht auf. Es war nur Nick und ich. So, ich nehme mal das Rad X mit. Na, weiß ich. Brauchst du die Munition, ne? Was kann ich für dich tun, Schätzchen? Doch, ich nehme die mal mit. Danke. Oh, jetzt geht's los. Ja. Mach das nicht nochmal, hinter mir hier rumzustehen. Was ist denn plötzlich hergekommen? Du musst genau an der Stelle gespawnt sein. Was wollen wir denn in. Verdammt, ich bin zu klapprig, um bei den Minutemen mitmachen zu können. Ja, schade, schade. So, und jetzt gehen wir, wo es hier ist. Tja, jetzt rennen wir hier durch die Stadt. Normalerweise springe ich ja. So, jetzt geht's links. Nee, dann ist es das nicht. So. Oh. Sind wir schon da? Ist es das? Wo bist du? Ja, los, weiter. Ich bin ja hier hinter dir. Oh, die Kronkrüge. Ich muss sie alle da lassen. Los, weiter. Und die ganze Zeit hier. Was ist da denn noch? Oh, hier. Nein. Thank you.
Irgendwann wird dir die Munition aufgehen. Da habe ich nicht mal die Zeitlupe für gebraucht. Oh, da ist doch mal Kronis. Ja, fand ich auch. Für die meine ich. Die finden wir schon. Der hat eine Waffe, die nehmen wir mit. Evans Sackgasse. Okay, dann haben wir noch mal einen Schlüssel jetzt. Da oben steht aber der eine. Keine Kronkorken. Okay, wo bist du? Warte, ich komme wieder rüber. Hier ist nochmal Munition. Ah, hier sind ja die anderen Kronis. Ja, super. Wo bist denn du? Ich sehe dich wieder nicht. Oh. Hat auch Nachteile. Ach, da bist du. Gut. Komm, geht weiter. Wo ist denn diese Station, Mensch? Wo rennt der denn bloß hin mit uns? Jetzt rennt er aus der Stadt raus. Moment, ich muss mal hier was einschalten. Ich glaube, das geht gar nicht. Moment, P auch nicht. Einmal kurz in die Einstellung. Steuerung, ich hatte irgendwo etwas. Space, Lift, Sprinten, Laufen. Ach, linke Kontrolle ist das, okay. So, dann gucken, dann geht das vielleicht gleichmäßiger, ne? Na gut, komm. Ich ging doch mal alleine. Ah, ja, auch nicht. Oh, ach, jetzt bin ich ganz langsam. Nee, das geht nicht. Andrew Station. Das ist nicht Andrew Station da hinten. Da müssen wir doch hin. Komm, weiter. Das ist doch Andrew Station. Das ist doch das Gebiet, wo wir schon waren. Das haben wir doch schon ausgeräumt hier. Warum rennt er denn hier lang? Hier gibt es doch gar keine Endo Station. Das ist doch nur die West Roxbury Station. Da sind schon wieder Mutanten. Ach, Menno. Gerade ausgeräumt. Ich glaube, ich weiß, wo der hin will. Doch nicht die, die ich dachte, aber die Andro Station ist doch voller Räder. Ja. Komm, weiter. Da hinten ist wieder ein Roboter. Ich glaube, wir sind nicht allein. Das sind zwei offenbar. Ja. Mensch, mit meinem zweiten habe ich ja nicht gerechnet. Ja, das nehmen wir mit. Warte, ich muss nur den Kram holen. Wo bist du eigentlich? Jo, so, Mr. Gatzi ist erledigt. Ach, da hinten läuft er. Das haut einfach ab hier. Komm, lauf nicht so schnell, das ist doch... Oh, mein Oh. Das ist doch voller... Jamaica Plane. Du spielst hier mit dem falschen Schild. Was war das denn jetzt gerade? Hä? Du
Warte, ich komme und helfe dir. Na los. Ich will die Krone nicht haben. Der ist noch nicht mal auf den Boden gefallen, da habe ich schon ausgeräumt. Moment, ich helfe. Hast du den etwa nicht platt, sag mal? Wäre. Ich meine, du kannst mir gerne helfen, Jamaica Plain aufzuräumen. So ist es ja nicht schnell. Ich glaube, das kriege ich alleine besser hin. Komm, eine Endostation. Ich glaube, ich weiß, wo die ist. Also, nämlich lauter. Ich glaube nicht sonderlich. Nicht mehr auf die Nerven. Schmeißt mir seinen Arm hin, damit. Willkommen zu deinem letzten Gefecht. Der letzte. Naja, das ist nicht der letzte. Ich weiß es aber. Für uns erstmal. Komm. Geht weiter, weiter, weiter. Der macht da einen ziemlich großen Umweg. Statt da direkt hinzulaufen. Hubblume und eine Hubblume und. Ja, die haben immer schöne Granaten und Kronen haben sie auch ein paar. Ja, und die haben immer irgendwie gute Munition und so. Wo ist die andere? Und die lag. Ja, hier ist was. Ja, was hast du da? Ein. Oh, das können wir mitnehmen. Oh, das passt noch. War das. Ja. Ja, das kommt hin. Warte mal, ich muss hier nochmal reingucken. Ich weiß auch noch mal Sachen. Wo bist du denn? Oh, lauf nicht immer weg, ey. Muss ich schon wieder einschalten. Moment, ich muss das einschalten wieder. Damit ich sehe, wo der Typ rumrennt. So. Wo bist du denn? Muss ich doch mal auf die Karte gucken. Da ist der Valentine, okay. Gut, abschalten. Ja, ich schalte das immer wieder ab, weil ich sonst so viele Dinger auf dem. Genau, das habe ich schon. Halt mir gedacht, dass er das meint. Da hätten wir aber auch kürzer hingekonnt. Na gut, schalte ich wegen. Das ist nämlich. Oh, mit mir darf man sich nicht anlegen. Ah, komm raus. Wo bist du denn jetzt? Schon wieder. Ich sehe den schon wieder nicht. Oh, das muss ich doch wieder abschalten. Nein, das brauche ich nicht. Nick, wo bist du? Renn doch nicht immer weg, Mensch. Ach, da hinten eierst du rum. Traust dich nicht, oder was? Du wolltest ja. Oh, du schmeißt mir Kronen. Moment, doch, Leute. Ist er immer noch da hinten?
So, jetzt reicht's. Ich mach das von hier oben. Der ist legendär, Moment. Geplatzt. Nick, kannst rauskommen. Nö, kannst du nicht rauskommen. Warte. Tja, wir sind ganz schön hartnäckig, du. Kommst du? Wo willst du hin? Ich will die Kronkorken haben. Ja. Ist das nicht die Andrew Station? Wo willst du denn hin? Das sei die Andrew Station. Hm. Da läuft dann die Kronkorken vorbei. Gibt's ja nicht. Die läuft von dieser Seite dahin. Okay. Das hätten wir uns aber auch schenken können, du Schlaumeier. Hätten wir doch da vorne reingekonnt. Jetzt laufen wir doch sowieso da lang. Na gut, dann könnt ihr die Kronkorken nochmal aufsammeln. Moment, wo sind die? Moment, lauf nicht so schnell. Ich will die Kronkorken haben. Na gut, komm. Ah, hier. So. Das ist aber auch echt eilig, ne? Andrew Station. Jetzt muss ich mich aber erst aufpeppen. Warte. Ein Späßerchen trinken. So. Und dann noch etwas vom Hund. Nee, Moment. Eins hatte... Das hat Rad. Ich muss erst das haben, was... Ah, minus Rad. Jawohl. Und davon esse ich zwei. So, und dann esse ich... Ja, da habe ich... Sonst habe ich zu viel. Ja gut, okay. Geh mal rein. Schnell speichern, ja. Ja, wir gehen in die Andrew Station. Ich mache hier an der Stelle kurz Schluss. Nein, doch. Und jetzt gehen wir auch rein. So. Hätte ich es nie so weit geschafft. Ah, wir sollten Eddie nicht warten lassen. Dann geh mal vor. Jo, ausgeschaltet, okay. Wer ist da? Komm. Kommst du? Hey, was los? Muss ich mit ihm reden? Hey! Wenn ich dich erwische, bist du tot. Nick, was ist denn? Hey, Valentine. Ja? Wollen wir jetzt oder wollen wir nicht? Komm! Oder muss ich den Laden räumen? Brauchst dich nicht verstecken, ist bald alles vorbei. Oh, müssen wir mal gucken. Was macht er denn jetzt da oben? Danke, das nehmen wir. Vielleicht muss ich ja aufräumen hier. Ich weiß, dass du hier bist. Ja, der kommt doch raus, du Blödmann. Ah, da sind die Kronis. Nee, das wollen wir alles nicht. Ich muss mal gucken. So, Kronis sind... Okay, dann werde ich jetzt hier... Aber muss ich hier wirklich jetzt alleine kämpfen oder kommt er auch? Ich werde verrückt, ich schwör's. Du sollst doch gar nicht verrückt werden. Ich komm, kannst du natürlich auch, ja. Moment, ich muss jetzt die Kronis haben. Guck mal, hier liegt da noch Geld rum. Oh, zwei. Oh! Muss ich denn jetzt mit Nick noch mal reden oder ist die Geschichte jetzt am Selbstläufer? Das weiß ich nicht. So, die Pistole lasse ich jetzt hier.
Da war ich schon. Der kommt ja auch nicht runter. Nick, was ist los? Hey. Nick. Ah, wir sollten Eddie nicht warten lassen. Ja, muss ich jetzt alleine warten lassen oder ich gehe hinter dir? Du los. Geh. Geh doch, du feige Socke. Mensch, du bist ein Roboter, du gehst, der kann doch sowieso nichts passieren. Komm. Ich kann ihn nicht mal befehlen. Ich weiß nicht, wo ich lang muss. Okay, gehen wir durch. So, und dann müssen wir hier lang. Ah, deswegen. Hm? Ah, kommst du? Kommst du? Klappe. Ja, hast weiß. Puh, ist das schwierig. Kommst du jetzt eigentlich mit? Ist immer noch hier. Ich habe das doch eben mitgenommen. Sperren Einsteiger. Moment. Ja, die muss ich mal. Was öffnet sich denn damit? Taff, taff, taff. Basis, da sind zwei S drin, das nehme ich mal. Nicht das eigene Gewissen quälen, sondern die Bauern. Zwei Treffer, ein S. Nochmal zwei Treffer. Hier ist doch gar kein S mehr. Hier ist noch ein S. Wieder zwei Treffer. Moment. Was? Ja, hier ist was. So. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Da ist einer und ein. Nee, das geht nicht. Okay. Ah. Und noch einen raus. Bitte vorsichtig beim Einsteigen. Moment, da ist so einer. So. Zwei. Zwei, drei haben wir noch. Basis hatten wir aber schon. Cool. Machen wir einfach mal ein. Für mehr habe ich mich jetzt hier nicht abgequält. Nur für so eine dusselige Lichtschaltung. Das nervt. Die können wir auch so abschalten. Okay, dann gehe ich jetzt hier alleine rein. Nimm mal an, der wird nachkommen, ne? Okay. Kartusche, das nehme ich mit. Okay, das ist hier weiter nichts, ich sehe. Moment, was ist hier? Nix. Hä?
ausmalen. Okay. Machen wir auch schon auf. Ja. Hohenkorkes Salesboy. Und noch ein paar Haarklammern, ja. Gut, das ist hier, das nehme ich auch mit. Die Stimmies vor allen Dingen. Können wir mal diese Krachmacher hier ausmachen. In die Luft geflogen. So. Gewicht haben wir denn frei? 438. Naja, wir könnten diese Waffen schon mal mitnehmen, ne? Es sei denn, wir kriegen noch irgendwas Schönes. Oh, das weiß ich nicht. Nein. Ich verstehe nicht mal. Oh. Eine. Zweite. Dritte. Arbeit echt alleine machen, ne? Ja, das mache ich jetzt nicht auf. Ha! Coca-Cola, so ein kleines Päckchen. Das nennt man anständig zielen, du Anfänger. Das brauche ich kein Anfänger sein. Ich muss nur die richtige Waffe haben. Das hatte die nicht. Jetzt nein. Spielchen mit mir spielen, was? Nein, du Blödmann. Zu Ihrer eigenen Sicherheit sollten Sie sich nicht an die Türen lehnen. Platz mal ruhig schön. Je mehr hier Platz, umso besser für mich. Das ist nur ein Zug. Die waren aber auch gut da. Kampfgewehr. Ja, super. Was ist hier? Moment, können wir hier noch irgendwas. Oh! Zack! Macht das immer zu schnell auf. Ja. Ich verstehe nur noch nicht, warum der mich alleine hier durchlaufen lässt. Der könnte doch eigentlich auch helfen, ne? Die Quellen teilen. Weil es ist das sein Rache. Ja, wo bist du denn? Hast du den Weg nicht gefunden eben, oder was? Der steht irgendwo immer noch da oben, scheint mir. Und wartet darauf, dass ich das hier beende. Ups. Alkohol lassen wir. Da haben wir keine Zeit. Da war... Ich glaube, wir müssen hier lang. Gut, Kocke, sehr schön. Ah! Hey, kommst du jetzt mit oder nicht? Hier scheint ein Eingang zu sein. Ich muss mal gucken. Ich habe doch... Verschafft der Zugang zu Eddie Winters Bunker. Okay, Nick hat aus den Holen. Jetzt müssen wir das Begeben Eddie erledigen. Okay, das heißt, ich muss das machen, nicht wir. Ist das ein Radau? So, noch ein paar Jet. Ich fürchte nur, dass das ein harter Kämpfer ist.
dann speichere ich doch mal kurz. Okay, eine Kiste mit. Ja, super. Meine Güte, wo geht das hier hin? Ist er das? Ah. 1, 9, 5, 3, 7, 2, 8, 4, 0, 6. Wer ist da? Wer zum Teufel bist du? Wer zum Teufel ich bin? Wer zum Teufel bist du? Ich bin Eddie Winter und du bist in meinem Bunker. Aber wie zum Teufel bist du? Nein, auf keinen Fall. Nicht nach so langer Zeit. Sag nicht, du hast meinen Code geknackt. Auf den Holobändern. Hey, waren ja nur... Wie viel? 200 Jahre? Hör zu. Ich weiß nicht, womit du hier gerechnet hast. Mit Gold, Juwelen, den Geheimnissen des Universums. Stattdessen kriegst du mich. Einen Kerl. Einen Ghoul, so könnte man mich nennen. Der lebt. Überlebt. Und was ich hier habe, kannst du nicht haben. Dieser Code war ein Witz. Ich wollte nur zeigen, wie dumm die Bullen waren. Ziemlich dumm, wie es aussieht. Schafft eure Ärsche jetzt woanders hin. Ich kann nichts machen. Was ist, Nick? Los hier, kümmere dich drum. Was machst du? Was machen wir denn jetzt? Oh Mann, kümmere dich doch mal da drum. Beenden wir das nicht. Muss ich das machen? Muss ich deine Rache vollenden? Wir sind hier fertig. Aber ich muss noch eine Sache erledigen. Ich hätte gegen deine Gesellschaft nichts einzuwenden. Ja, ist gut. Warte, was hat der denn hier? Verursacht 50% mehr Körper auf 96 Schaden für einen Revolver. Das ist verdammt viel. Den nehmen wir mit. Warte, ich zieh den nur mal aus. Und ich möchte eigentlich auch gerne hier nochmal die Kronis mitnehmen. Und da ist noch was. Guck mal hier, der hat hier lauter Panzerschränke. Die können doch nicht einfach ungeöffnet lassen. Ich hab den einfach nur erschießen müssen. Mehr war das nicht. Tch, Eddie Winters. Das unrühmliche Ende nach wie vielen Jahren? 400 waren das dann, ne? Nach meiner Rechnung. So, du komm, geh da endlich auf. Was muss ich denn hier noch? Ja, Munition ist gut, das kann er behalten. Die Zigarette nehme ich auch. Sonst brennt das hier daher noch ab. Geht ja nicht. Oh, da ist auch noch Geld, ja. Und Korken, eine Automatikpistole und. So. Das nehmen wir auch mit. Können wir auch mitnehmen. Da und da. Halt! Geh auf, so. Hier ist noch ein bisschen was zu essen. Holz lasse ich jetzt hier liegen. Ah, da ist nochmal an Claire. Claire, ich bin's, Eddie. Ich weiß, es ist viel zu lange her, aber ich bin okay. Oh, sauberes Bett. Okay. Ich weiß, dass es komisch ist, dass ich gerade dann verschwunden bin, als sich alles etwas beruhigt hat. Aber es gibt einen Grund dafür. Wir haben darüber gesprochen. Es passiert, und zwar bald. Bomben, Raketen. Ich weiß es nicht so genau, aber das Ende kommt. Ich will dir lieber nicht sagen, wie viel ich meinem Kumpel im Militärgeheimdienst gezahlt habe, um an diese Information zu kommen. Den Schutzraum zu bauen,
war also wohl doch eine gute Idee, was? Aber Baby, da ist noch eine Sache. Der Grund, weshalb ich schon eine Weile weg bin. Kennst du diese bescheuerten Brüder von Wicked Shipping? Die, die das radioaktive Material schmuggeln? Ich habe Druck bei denen gemacht, habe etwas von dem Zeug bekommen. Ich arbeite mit diesem Doktor aus Ost-Boston zusammen. Der Typ ist ein Genie. Ich weiß, das wird sich jetzt verrückt anhören, aber er hat da diese Theorie. Setzt man menschliche Zellen der richtigen Strahlungsmenge aus, mutieren sie. Sie verändern sich. Baby, ich könnte für immer leben. Ja, ich weiß. Es könnte mich auch umbringen. Aber das Risiko gehe ich ein. Aber dich kann ich nicht verlieren. Also bin ich das Versuchskaninchen. Und ich habe mit der Behandlung schon begonnen. Keine Sorge, mir geht's gut. Mehr als das. Ich fühle mich großartig. Ich glaube, diese verrückte Scheiße funktioniert wirklich. Irgendwann wird dieser Krieg vorbei sein. Und dann werde ich nach Boston kommen und da weitermachen, wo ich aufgehört habe. Die Zukunft wird mir gehören. Ich schätze, du wirst dann schon längst tot sein. Aber halten wir uns nicht mit solchen Sachen auf. Also pass auf. Komm morgen Abend in den Sandwichladen, dann gehen wir zusammen in den Schutzraum und warten auf den großen Knall. Und, du solltest dich mental etwas vorbereiten. Ich sehe jetzt, etwas anders aus. Aber Liebe geht schließlich auch unter die Haut, oder? Gut, ich mache an dieser Stelle mal kurz Schluss. Ja, er will auf jeden Fall noch was von uns und ich sage erstmal Danke und Tschüss. Ja, wir haben gerade Eddie Winter erschossen und jetzt will der Nick noch mal was von mir. Hi. Hey, Valentine. Das wird nicht lang dauern. Was wird nicht lang dauern? Jenny. Was willst du denn? Ach Mensch, komm, geh mal raus. Der redet nicht mit mir wieder. Nick. Sie sind alle weg. Was ist los, Nick? Komm, wir gehen hier raus. Vielleicht geht's dann, dass du mit mir redest. Hey. Deswegen ist er nicht weitergegangen. Da draußen ist er. Ja, ich auch. Was ist das hier? Ach so. Wir kommen, glaube ich, irgendwo an einer bestimmten Stelle raus, ne? Mal gucken. Okay. Grotgock. Oh, das ist cool, wenn die platzen. Kampfgewehr. Ach, das ist doch kein Kampfgewehr. Kampfgewehr. 308er Kampfgewehr. Boah, die nehmen wir mit, die Becher. Grotkocken. Jawohl, und Munition. Und das. Oh, hier können wir nochmal rein. Moment. Wie viel Gewicht habe ich denn da? Ich bin schon fast voll. Wo ist denn das zum Aufmachen? Muss irgendwo ein Terminal sein, ne? Da ist eine Luke. Wo ist hier der Terminal, der dazu gehört? Ich sehe kein Terminal. Lang. Moment, da. Ah! Ein Knopf! Ja, mei, da muss man jetzt mal drauf kommen. Ein beschleunigtes. Jetzt trage ich tatsächlich zu viel. Moment, jetzt muss ich ablegen. Also, wir nehmen mal raus den Schlagstock, die Dings, die. Eine Dings, ein Kampfgewehr. Wir nehmen die beschleunigten Sachen mit. Nein, die auch raus, die drei Minen raus.
So, und jetzt gucken wir nochmal, was hatten wir eigentlich hier drin? Das haben wir schon, okay. Was ist da drin? Nichts, das ist nur Glas. Wo kann ich ablegen müssen, ne? Okay. Ja, die sind auch nicht mehr voll. Die ist noch voll. So, die auch. Was war das gerade? Nee, das gehört dazu. Und so, hier das Glas. Ja, okay, ich denke, dass ich jetzt nicht mit ihm reden will. Ich will jetzt erstmal hier raus. Vielleicht redet er dann mit mir. Ah, ein Kellerschlüssel, so spooky. Okay. Das ist der Sandwichladen, von dem eben die Rede war. Ja, es kann sein, dass ich das nicht rausschneide. Ich habe nämlich Verzögerung im Ton, wenn ich das... Ich glaube, hier oben waren wir schon mal. Genau, da konnten wir aber da nicht rein, weil wir wollten nicht rein. So, wo habe ich jetzt den Nick gelassen? Ist er da immer noch drin? Ach Nick, du bist eine Marke, ey. Komm endlich raus. Ich habe keinen Bock auf deinen komischen... Ach, da gut bist du. Gut zu wissen, dass ich jemanden habe, auf den ich mich verlassen kann. Ja, und? Hey, Valentine. Das wird nicht lang dauern. Worauf willst du denn hinaus? So, red doch mal. Alle weg. Ich verstehe nicht, was los ist. Irgendwas will der, aber... Tja, Moment. Mal gucken. Folge, Nick. Ja gut, dann komm, dann gehe ich. Hier ist es. Hier, vor 200 Jahren, hat einer von Eddies Jungs Jenny Lance erschossen. Meine Verlobte. Nicks Verlobte. Jetzt ist Eddie genauso tot wie Jenny und Nick. Und ich? Ich bin ratlos. Das merke ich. Ich brauche etwas Zeit, um das alles zu verarbeiten. Was dagegen, wenn wir gehen? Also, wenn du noch mit mir zusammen reisen willst. Ich werde nicht böse, wenn du nach all dem eine Weile allein sein möchtest. Nö. Möchtest du? Willst du denn noch mit mir reisen? Ich glaube, ich könnte mich überwinden. Boah, das hört sich ja richtig gut an. Na, dann reisen aber wir doch. Aber klar, packen wir es an. Schön, das zu hören. Ups. Komm schon, verschwinden wir von hier. Wow. Und hey, danke. Ja, natürlich, gerne. Warte mal, ich hol mir nochmal schnell die Hubblumen. Hops. So, komm. Wo sind wir hier eigentlich? Ja, wir wollten eigentlich nach Fahaber. Aber da hätten sie Mutanten, da will ich uns nicht schlagen. Wir könnten zur Burg gehen. Weißt du das? Komm, wir gehen zur Burg. Wo ist die Burg? Die ist hier in der Nähe. Genau. Und wir müssten rechts herum. Da so. Kommst du mit? Jo, er kommt. Oh, Moment, da ist was drin. So. Ich bin zu schwer. Ich muss unbedingt was abgeben. Oder. Ich glaube, wir gehen jetzt hier rüber. Ach so, ich habe vergessen, dass er dabei ist. Na gut. Moment, mal ausruhen. Warte mal, du kannst doch was tragen, ne? Warte mal, kannst du nichts tragen? Aufgepasst. Ja, warte, ich gebe dir mal was. Ja, das ist, wenn ich mit zwei Leuten reise. Also mit jemandem reise. Dann bin ich einfach nicht mehr mit 572, sondern nur noch mit 402, also 100 weniger. Mal hier, du kannst die eiskalte Machete nehmen.
Das haut dort die Leute weg, oder? Weiter. Komm, geht weiter. Hier. Nicht schon wieder der. Ich will dieses blöde Geschwafel nicht. Denn wie oft muss ich den eigentlich doch erschießen? Blöder Parker Quinn. War mal auch nicht durchgekommen, ne? Oder doch? Ja, gut. Danke. Der schmeißt aber auch mit so komischen Rollladen, ne? Na gut, dann muss ich dir jetzt auf die Pelle rücken. Wo bist du? Ja, hast du jetzt mal auf mich gehört, ne? Was, echt? Das tut weh, ne? Jo, das tut weh. Was? Aua, 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 aua. Ja, ja, ja. Ganz wütend gemacht hast du mich. Tja, Kron ist nämlich auf jeden Fall mit. So, wir haben schon wieder diesen Fehler mit dem. Ah, pass auf! Jetzt hast du ein Problem. Gute Nacht! Den Kühlmittelkreislauf auch in Wallung. Was? Ja, echt? Wird der heiß oder wie? Was ist das eigentlich? Achso, der ist gewendet. Komm, wir gehen weiter. Wir versuchen hier mal irgendwie durchzukommen. Ich glaube, da an der Seite können wir durch. Hier ist ja auch noch einer. Ja, ich muss mal kurz speichern, Leute. Und neu laden. Ups, da ist irgendwas. So, jetzt ist es aus. Weil sonst kriegen wir die Wolken nicht weg. Jupp. Jo, hat wohl funktioniert. Wo ist Nick? Nick? Ach, da neben mir. Warte mal, wo müssen wir lang? Wir wollten hier irgendwie durch. Komm, wir gehen hier lang. Ich mochte den Regen schon immer. Ja, rostest du nicht? Ich würde rosten. Denke ich, wenn ich ein Dingsbums wäre. Ich will irgendwas machen. Moment, ich will mich aufpeppen. So. Ja, wir müssen ein bisschen Ordnung schaffen, Rüstung heile machen und einfach mal gucken, was unsere Burg macht. Oh, nein, ein MG-Geschütz? Wo ist hier ein MG-Geschütz? Da ist doch gar keins. Ja, wir waren lange nicht hier. Mensch, scheint alles heile zu sein. Kommst du? Ich hätte nie gedacht, dass die Minutemen jemals wieder eine ernstzunehmende Macht sein würden. Da habe ich mich geirrt. Ja, ach so. Ich habe dir nicht geholfen, weißt du? Ich hoffe, ich darf immer noch da. Oh, wir haben zwei davon. Na, wackelt mit den Ohren. Mit den Ohren wackeln, los. Du hast ja wackelt, ne? Oh, du hast gewackelt. Der Rücken tut weh. Füße tun weh. Och, mach mal richtig schön was zu essen fertig. Was? Kämpfen? Ach, das war bestimmt Dings. Moment, ich muss hier mal gucken jetzt.
So, wir werden aber nur ablegen. Ach so, ich habe dem... Was mache ich damit? Habe ich hier eine Kiste? Ich baue hier auch meine Kiste hin. Moment, eine Kiste für spezielle Sachen. So. Radio Freedom. Es ist 17 Uhr. Alles ruhig, so wie wir es mögen. Ja. Passt auf euch auf, Leute. Warum geht das nicht? Hallo, ich will nur eine Kiste. Warum kann ich hier nicht bauen? Ich kann die nicht abstellen. Ich weiß aber nicht warum. Ist der Boden schon wieder kaputt? Muss ich doch den Fix haben. Sieht fast so aus. So, wenn ich den wegnehmen würde. Ich verstehe das nicht. Ja, bei der Burg gibt es manchmal Probleme. Und hier sehen wir gerade wieder eins von diesen Problemen. Normalerweise kann man hier was hinstellen. Mal gucken, ob ich hier oben was hinstellen kann. Weil das, da geht das. Das ist der Boden. Das ist immer der Boden. Ich muss das fix rausholen. Kann ich das von hier oben? Nö, auch nicht. Alles ruhig hier. Bleibt bei uns, um keine Meldungen für die Minuten zu verpassen. Na gut, dann stelle ich die Kiste hier so hin. Ich brauche eine Spezialkiste. Wo ich Spezialsachen reintun kann. Das heißt, wir haben einmal das Sturmgewehr Lorenzus, gut Glück haben wir, den Werfer. Die Schrotflinte ist eigentlich nicht mal eine richtig, die ist gut. Hä? Die macht ja nur noch 150. Warum macht die jetzt auf einmal nur noch 150? Was haben wir denn verändert? Dann lasse ich die jetzt hier, ich habe keine Lust, das Ding mitzunehmen. Das sind 2, 4, 5 Waffen. Ja, das reicht auch. So, den Rest. Kleidung noch irgendwas? Da ist noch eine Kleidung. Okay, gut. Ja, ist doof, dass wir das... Muss ich eigentlich dem noch was sagen? Wenn wir dem jetzt was sagen müssen... Dann gibt er uns mit Sicherheit auch was Neues. Es gibt ja immer noch Siedlungen. Wir wollten eigentlich das machen. Nein, nicht das. Das. Und da möchte ich mit Nick hin. Wir haben noch einen Level Up. Den nutze ich jetzt nochmal. Das wäre hier. Dass wir einen möglichst hohen Schaden haben. Ich glaube, ich nehme die Schrotflinte doch mit, habe ich gerade überlegt, wenn wir dahin gehen, kann die uns durchaus helfen. Auch wenn sie nur noch plötzlich... Frilinte. Ich muss mal gucken, ich muss irgendwas verändert haben. Da ist die Waffendings. So, abstellen. Hier kann ich auch nicht drauf zugreifen. Ja, das ist der Boden. Also die Burg hat einen Fehler, einen Bug. Der kann nur durch den Boden behoben werden. Ich muss diesen Bug überlegen, gerade wie der heißt. Oh, das muss ich den erstmal suchen. Ja, also da mache ich erstmal Schluss für heute. Und wir sehen uns dann.